war letztens mit dem guten Asiaten im Gespräch, also dem Asiaten und dem Rapper. Und wir haben so ein Hin und Her geschrieben und es war ganz nice und ist ein richtig cooler Typ. Und ich habe ihm versprochen, dass ich meine Lieblingsrapper-Reaction nochmal online uppe, also nochmal hochlade auf dem Kanal, weil ich gecheckt habe, das habe ich noch gar nicht. Ich dachte, what, das habe ich safe irgendwie letztes Jahr gemacht, das habe ich noch nicht. Und ich habe es ja nicht mehr gefunden, die ist irgendwie lost gegangen in den ganzen VODs und so. Und deswegen werden wir es heute nochmal pumpen zusammen, so als Einstieg, eine Reaction. Also ich sage euch gleich, es ist keine First Reaction. Ich habe es schon mal irgendwann gehört, letztes Jahr im Stream. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt macht es einfach viel mehr Sinn, weil ich viel mehr Rapper kenne und viel mehr Kontext dazu dem ganzen Zeug habe. Und ganz am Anfang, ich glaube, als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich gar nicht so richtig viel mit anfangen können, weil es also super viele Rapper gab, die ich da nicht verstanden habe, die ich nicht kannte. Und ich würde sagen, wir feiern das gemeinsam nochmal ab, Freunde. Also lasst uns mal reingehen. Der Asiate, meine Lieblingsrapper... Slash innen, ja, so viel Zeit muss sein. Produced by Picasso. Picasso finde ich auch ein richtig cooler Typ. Und Neo Unleashed. Und wir wollen das mal uns hier reinziehen gemeinsam. Zeigt ein bisschen Liebe für einen Asiaten. Wie gesagt, richtig cooler Typ. Asiate, falls du das siehst, nochmal Shoutouts an dich, geht raus. Echt einer der liebsten Menschen, die jemals irgendwie mit mir gechattet haben. Außer natürlich dem Squad, außer euch. Aber ich meine, so für Künstler von Artist-Seite kann ich nur krasse Shoutouts geben. Asiate ist wirklich ein super, super Typ menschlich. Und also das, was ich jetzt in den paar Minuten hin und her bekommen habe. Ey, Charming Mary, vielen lieben Dank für deinen Sub. Liebe geht raus und ich würde sagen, let's go. Let's go. Picasso. Okay, danke schön. Picasso. Damals waren die Hosen noch breit und ohne Hype waren dennoch alles Profis am Mic. Keine ausverkaufte Tour, Hip-Hop war tot zu der Zeit. Jahre später weiß er, wie es ist, in Mode zu sein. Sie lassen sich die Strophen schreiben ohne Ecken und Kanten. Die Industrie macht Geld, doch keiner hat die Message verstanden. Es geht um Rappen auf dem Beat und nichts Extravagantes. Deshalb kommen hier die besten Rapperinnen und Rapper des Landes. Punch in der Combat Edition ist ein Ende, wenn dir... Okay, kurzes Statement zu den Rappern. Punch-Arroganz haben wir letztens gehört als First Reaction. Auch ein krasser Typ, wie ich finde. Meine Platten lieb sind, lass sie nicht an meine Hände. Mann, für manche Kids bin ich Legende, kenne die Mythen. Rapper wissen, Beat mit mir endet in Tüten. Was willst du machen, wenn ich komm und deine Scheiß-Show stürme? Wie ein Irrer, der sich wirklich nicht im Griff hat, dir einen Knüppel über Zimmer. Jeder fragt sich, warum fühlst du dich noch sicher? Boah, stimmt, der Beat war extrem krass. Der Beat, ich erinnere mich, der Beat ist so nice. Der sich wirklich nicht im Griff hat, dir einen Knüppel über Zimmer. Jeder fragt sich, warum fühlst du dich noch sicher, während ich dich spielen dub sie wie ein Würfelspiele Trickser. Für mich sind fünfstellige Battle-Gagen Wertanlagen. Cash ist live ein Monster, so wie Eddie in den alten Iron Maiden Tagen. Du siehst mich nur durch Boxen, nicht durch Playlists starten, während sie für Spotify. Ich finde die Stimme von Cassius Clay immer noch richtig geil, muss ich sagen. Also der Typ, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe nicht alles von ihm gehört, ich habe Hassan gehört, ich habe natürlich die ein oder anderen Songs so drauf auch reacted und ich finde. Ach, ich weiß nicht. Er hat einfach seine Stimmfarbe, kann man so sagen, gefällt mir richtig gut. So wie Eddie in den alten Iron Maiden Tagen. Du siehst mich nur durch Boxen, nicht durch Playlists starten. Während sie für Spotify Streams Fenster blasen. Kaufen nächste Menschen für Konzerte, Karten. 10 Jahre Underdog wie ein Hundekorb. 20 grüne Päckchen raus aus Amsterdam per Zugtransport. Obwohl meine Karriere wie verflucht erscheint. Verlassen Gegner meine Stadt nicht mehr, als wäre Kölle das Bermuda-Dreieck. Ihr habt Dauerstress, ich mach Power-Maps. Wenn ich sag, ich feiere den Echo meines Soundeffekts. Fahr den Rap-Pop und Gossip-Film wie Lauryn Hill. Ich komm von der Straße in die Bonzen will wie Onkel Phil. Ich finde Bonzen will, die Bonzen will wie Onkel Phil. Ich denke, ich dachte, habe ich das auch letztes Mal gesagt irgendwie? Ist das eine Anlehnung auf Fresh Prince von Bel Air oder so? Fresh Prince of Bel Air hier mit Will Smith und da war ja auch noch hier der DJ Jesse Chef dabei, ne? Auch in ein paar Folgen oder so. Auch irgendwie crazy. Anyway, ich wollte nur ganz ehrlich sagen, der Track so, wenn ich mal kurz über den Track labern darf, es ist extrem cool, einfach so eine Kollabo zwischen so vielen Rappern zu sehen und vor allem halt auch noch vom Asiaten und das, was er mir so ein bisschen auch so, ne, was du mir so erzählt hast, ist voll spannend zu sehen, wenn es halt für einen wirklich Rapper gibt, die man selbst feiert, die man selbst cool findet, eine auf einem Track zu vereinen, so wie die Avengers, ja, ist irgendwie geil. Vergift es Kinder mit einem McDonalds-Team, doch die Masse voll Whey-Protein. Junge, du bist höchstes Killer, hast du Black Ops gespielt, doch du bleibst nur ein Ex-Mobbing-Ziel, die Fat Comedy. Und weil ich immer noch auf Gas bin und die Wut brennt, besteig ich diesen Beat so wie ein Zuchthengst. Pumpe lieber Wu-Tang als neu moderne Modem. Ja, okay, fick auf eure Posen und sieh wie ich Kanonen spucke. Dicker, das ist PK, Asien, fick dich und dein Straßenrap. Ich zerfetze euch von A bis Z. In eure Mucke steckt der Teufel, warum checkt ihr das nicht? Denn in den Charts geht's halt darum, wer besessener ist. Der Bakaner und der Asiat, die Kombi nennt man Juwek-Kreis. Trink darauf ein Slivovitz und beiß in meinem Bullet rein. Dazu noch ne Pulle Wein oder doch ne Kanne Bier. Wir sind anders hier, Ruhrpotter Pannenhirn. Jetzt kommt der Asiat und will, dass ich mein
mein Slang auspack. Wat, dat, ach, wat, Schnauz, jetzt ist Ende, Mann. Wir haben einen Song zusammen, darf ich zu dir, Bro, sagen? Du guckst dich an und sagst, was gibt's nur im Stromkasten? Erst Volkswagen fahren, dann Rolls Royce in der Garage. Ich bin stolz auf meine Taten, der Erfolg lässt mich nicht warten. Merit, vielen lieben Dank für deinen Sub. Liebe geht raus, Liebe geht raus, Liebe geht raus. Ich finde, wie nochmal gesagt, Picasso finde ich richtig geil. Da habe ich ja auch sehr, ich glaube, zwei Tracks nur mit ihm gehört. Jetzt ist hier so der dritte Part so. Den finde ich geil. Der Rapper eben, der kam so, kann ich nicht so zu so connecten. Einfach, also ja, ist ganz nett, aber habe ich jetzt nicht sowas. Hier er, habe ich auch noch nicht so viel gehört. Also egal, ob ich jetzt die Leute gehört habe oder nicht. Das ist irgendwie, es passt gut auf den Track drauf. Ich finde, das ist sehr, sehr homogen alles. Ja, also die Rapper, die er letztendlich ausgewählt hat mit den Parts oder so, die unterscheiden sich natürlich so vom Skill-Level und vom, also in meinen Ohren jedenfalls. Ne? Also zum Beispiel, es kommen ja noch ein paar, da weiß ich, sage ich safe, okay, das gefällt mir jetzt besser als so und so. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Es geht eher so darum, dass man irgendwie alle hier eben unter einem Dach vereint und so sagt so, hey, komm mal, ne? Zusammen ist man da auf jeden Fall am Start und wie gesagt, einfach einen Track rauszubringen, eben mit den Rappern, die er selbst abfeiert, muss irgendwie voll crazy sein. Ich stelle mir das halt gerade bei mir vor, ja. Also keine Ahnung, wenn ich mal einen Stream machen würde mit den oder den Leuten, die ich dann selbst geil finde, das wäre auch irgendwie komplett mindblowing. Deswegen kann man das so ein bisschen übertragen. Ich will Gold und Platin-Platten, eine Yacht, ein Schloss mit Garten, erst in Deutschland alles picken und danach folgen die Staaten. Guck, das Konto überladen, bin mich Sonne auf den Kanaren, da darf jeder Song geht charten, denn ich komm nie außer Atem. So viele Chancen, die ich habe, ey, ich komm nicht mehr drauf klar, du fragst, wie ich das alles schaffe, warum soll ich's dir verraten? B zu dem O zu dem Doppel B Y. Ich bekomm nichts umsonst, Schweiß und Blut ist gebombt. Hättet gerne meinen wilden Ritt durch die Zeit. Mindestens die Hälfte dieser Pimmel ist nicht so weit. Nur pickniges Fleisch, Junge, piss dir nicht ein. Ist nur Rap, damals gebe es einen Stich in das Bein. Ich bin ey, Bobby, ich weiß nicht, Beatheit, das sage ich immer und immer wieder. Ne? Grüße geht raus an Ulf. Mittlerweile wird Ulf zum lebenden Meme. Das war mein Freund, der irgendwie sein Opel Corsa nach irgendeiner wilden Nacht in Acker gecrashed hat, das Nummernschild abgeschraubt hat, einfach weggelaufen ist. Und der hat damals so Sekte gehört und von dem habe ich so auch das Gateway zu Bushido von Bordstein zur Skyline bekommen und so. Und der hat auch ganz viel Beatheit gehört. Und deswegen kenne ich so den Namen noch. Deswegen ist es für mich immer so ein Flashback an die Zeit. Das war irgendwie ganz wilde, das war eine wilde Zeit. Schwer zu beeindrucken. Brauchst gar nicht deine Line spucken. Eher Maul halten, drittes Bein schlucken. Sie wollen wissen, wer so float, so übertrieben. Dope, so rüberschieren, oh wow, vermutlich ist es diese Bo. Ich hab gehört, dass sie in Kaffee setzen, liest und niemals muckt. Dass sie beim Managern die Kassen niemals füllt, weil sie nicht lohnt. Aber wer weiß schon, was dran ist, wichtig ist nur das. Ich finde ihr Flow richtig geil. Ich finde dieses gerappte und into gesungene, einfach so diese Übung, mega krass. Beim Managern die Kassen niemals füllt, weil sie nicht lohnt. Aber wer weiß schon, was dran ist, wichtig ist nur, dass der Punch sitzt. Frag nach dem Taste, ich bring on top den Crunch mit. Im Club doch, wow. Ich tanz nicht. Ich tipp mit dem Fuß, heb mein Glas. Big Khalifa 8 Line, komm wieder nicht ran. Gib dir auf Repeat, ja, Mama, mein Feature schiebt an, ha. Nur ein paar voll mit Bad Vibes. Der Asiate Colch drop vor der Deadline. Das kommt giftig wie Arsen, killt dich wie Arsen. Der Asiate Colch und bei dir fließen grad Tränen. Jo, ich bin Jindo und bekannt für meine Koma-Resistenz. Manche sehen. Ah, da war ja was. Der mich auch als wandelndes Toschak-Argument. Wenn ich nicht noch immer wach bin, wird der Montag stets verpennt. Und nach dem Aufwachen gönn ich mir erstmal Kokain im Bett. Was ist Fotze? Ich schneide deine Hure grad in Scheiben. Man sagt, ich sei aggressiv und wird zu Wutausbrüchen neigen. Wenn die Kutze hier zur Zeit und alle Männer in der Szene fragen sich, was geht da ab, Dicker, wie gut rappt diese Scheide? Keule, ich Propeller durch die Buch, oh. Ey, der ganz normale Scheiß in Keule 257 von 257er, oder? Echte Männer eben tun, yeah. Die ganzen anderen Rapper lesen Buch. Und es Action noch verstecken sich dann hinter ihrer Crew. Schwul, egal, man kommt zur Kissenschlacht bis um 8, aber dann ist wirklich Schicht im Schach. Wisst ihr was? Der Scheiß ist keine Wissenschaft. Dir geht mit der Zeit toll, ich geh ab. Ja, Asiate und die Enten. Kamikaze in die Menge, an die wahnsinnigen Fans. Schmeiß die Smarties ins Getränk, bitte aber nicht, du. Ente, oh, mit Ente, Ente ist echt eine komische Sache. Ich habe letztes Mal auf dem Stream mit euch einen Ente-Song gehört, den habe ich gar nichts gefühlt. Dann gibt es wieder Ente-Songs, die finde ich richtig geil. Ah, das ist Ente, ist so ein bisschen bei mir so echt nach Geschmackssache, nach Gusto. Kennst mich drei Granaten aus dem Benz, während ich fahre, aber nicht lenke, nur mit Startwahrschein im Hemd. Auf einer Nase von der Länge, man ist grad geküsst, schwängelst von einem zarten, hübschen Engel. Animalisch, aber Mensch, doch mit Spanisch, Akzent wird deinem Arm jetzt gerne nennen, doch das sind Damen, die du nicht kennst. Es sind diese Asiate und Blut, die charismatischen Tum, die Japsen-Buddies, die hier eine Massenpanik erschufen. Hip-Hop in Deutschland ist maximaler Betrug, Industrie beutet dich aus wie transsilvanische Hu. Ich finde die Parts mit dem Hu, finde ich richtig gut.
Oh Mann, ey. Also ich finde den Song richtig stark. Ich finde, der Song fühlt sich so an, trotz dessen, dass da eben so viele unterschiedliche Rapper drauf sind, wie ein Song, weißt du? In Deutschland ist maximaler Betrug. Industrie beutet dich aus wie transsilvanische Huh. Zum primitiv martialischer, patriarchischer Kult. Dafür hatte ich lange nicht Geduld. Lange gab ich anderen die Schuld. Doch da mag es einfach besser, das hab ich Mama geschult. Ich nehm das Mikro und folg meinem animalischen Puls. Wir gehen rein in den Bau, so wie Männer, wenn es sein muss. Schwarzer Punkt hat zur Hand, die so einschlug. Klinge bauen alles unter Risiko und Zeitdruck. Zeitung um den Bauch gewickelt, Stichfester Fleischschutz. Zuschlag, es geht ab, wenn man dich hineinschaut. Keiner rettet deine Haut, hier gibt's kein Geleitschutz. Zeit muss schnell vergehen, denn draußen wartet Kleinbus. Gefällt mir meinen Killern, die verlangen, dass ich als Mike muss. Ey, yo, Mike, hä? Mike, ja, was? Okay, 257er, da, krass. Ich habe letztens mir, auf dem Channel ist auch 257er mit Hämatom, Diego Maradona. Den Track habe ich maximal gefühlt. Ich fand den 257er Part auf Diego Maradona mit Hämatom zu sagen, das erste Mal, dass mir die 257er richtig gut gefallen haben. Ich habe bis jetzt halt nur Holland und Holz gehört und die fand ich irgendwie, weiß nicht. Mir haben die einfach nicht gefallen. Ich weiß nicht warum, aber der Part von denen war extremst nice. Was denn bitte da jetzt los? Rapper kriegen Schlag wie Hosen. Hässlich weirde Garderobe. Kreativ wie Basic-Mode. Explizit wie Paw Patrol. Von sowas krieg ich Atemnot. Oder Hepatitis A-Symptome. Lethargie im Abendrot drin. Besser wie der Nase Koks nehmen. Ist ja auch nur Kokain, was Jizzes sagt. Und das, was Bones stimmt. Ich muss jeden Morgen mein Metz zum Igel formen. Rest in peace an Norman. Wer ist denn dieser Norman? Ich kenne keinen Norman, aber irgendwo an Orten ist sicherlich ein Norman in letzter Zeit gestorben. Okay, dann Rest in peace an Norman, Alter. 16 Liter Korn ist Alter. Feste immer vorne rein, mach Feste hinter Porno-Balken. Leck mich schon im Vorhinein. Ich wette, ich kann dich nicht leiden. Du hättest gern mit mich einen Streit. Ich sag einfach, fick dich einfach. Du hättest gern mit mich einen Streit? Ich schon im Vorhinein. Ich wette, ich kann dich nicht leiden. Du hättest gern mit mich einen Streit. Ich sag einfach, fick dich einfach. Essen diese Stadt. Therapie ein Must-Have. Energie vom Fass. 257 Nasti Spastis. Es ist Richter, Bretter durch die Szene wie ein Licht. Boah, Richter, okay, Richter. Schicksal, schick dich auf die Bretter wie Batista. Fixer, Leute wollen ein hohes Niveau. Deshalb leg ich mich ins Zeug wie ein Drogenbaron. Mach ein Papier, dicker werd ich zum Barbier. Und rasiere die New School auf einem Blatt Papier. Kapier, dass ich kein Fick gebe und nicht für Klicks lebe. Und keinen Rücken braucht du Schisser, der mein Shit regelt. In der Szene Kies schippen gehen. Ich finde Richter, finde ich richtig geil. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber Richter, da hatte ich mal, was waren das? Irgendwas mit 100 oder 1000 oder so, ne? War das 100 Bars, glaube ich? 100 Brass oder so von Richter gehört. Letztes Jahr, das war schon ganz am Anfang. Der Typ ist richtig geil. Der Song hat so gescheppert. Ich habe so die ersten paar Sekunden gehört. Ich dachte mir, oh yes. Für Klicks lebe und keinen Rücken brauchst du Schisser, der mein Shit regelt. In der Szene Kies schippen gehen. Du musst ackern wie ein Fließband, dicker Vierschichtsystem. Wacko-Rapper waren Bäcker wie der. Okay, wenn haben wir hier nochmal, sorry, Fick gebe und nicht für Klicks lebe und keinen Rücken brauchst du Schisser, der mein Shit regelt. In der Szene Kies schippen gehen. Nein. In du musst ackern wie ein Fließband, dicker Vierschichtsystem. Wacko-Rapper waren Bäcker wie der Bierkapitän. Und in ihren Liedern reden sie von Lila und Schnee, als hätten sie das erlebt. In der Frankfurter Packung, aller komm und halt die Backen, aller. Denn sonst siehst du Neilne Flanke aus dem Handschuh ballern. Ecstasy Family, Herzblut und Energy. Jeder meiner Zeilen kommt aus dem Keller in die Champions League. Was ist Hip-Hop, nur noch Pause, ein Krallen in ein paar goldbehängte Fotzen wie die Royals aus 03. Fucking bleibe Champ aus dem Osten, als wär ich Islam Achatchef und deshalb kick ich den Opfern in ihre Bonzen wie Sagen. 03, kleine Schritte zu der Mille wie Hasbulla. Kragenweiten riechen hier nach Safran und Baccarat. Meine Diaspora kann nach Deutschland aus. Boah, der gefällt mir aber auch gut. Ich finde den Science-Style finde ich gut. Aus deiner Sack, Salamu Aleikum an alle Brüder im Heimatland. Mach Platz und ehrlich, es wär besser. Okay, den kenn ich gar nicht. Wer ist denn das hier? Du würdest auf dem Absatz umdrehen wie Square Dancer. Kein Kommentar zu den ganzen anderen Bitch-Moves. Mein Potenzial ist affenartig wie Bigfoot. Rapper machen Welle, doch ich bleibe auf dem Kurs. Du nennst dein Album Salami, denn die Scheibe ist mir Wurst. Ich finde, Jiggy ist so crazy, weil mittlerweile kann ich ihn da auch echt auseinanderhalten. Das ist so crazy. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der J-Chiggy, also es ist irgendwie, ich mag ihn total, gell? Aber mittlerweile, seine Stimme kann ich echt auseinanderhalten. Das will was heißen. Wenn der Metalhead, J-Chiggy oder Rapper so auseinanderhalten kann und er hat halt, ich weiß nicht, aber seine Stimme ist so voll unique. Machen Welle, doch ich bleibe auf dem Kurs. Du nennst dein Album Salami, denn die Scheibe ist mir Wurst. Und mein Rap ist so wie Kuhhaut. Denn da wird ein Schuh draus. Aber ja, Sally Kratz, sind das Plagiat, Baba Aspekt. Poker, okay, da gab es eine Story dazu, ne? Da habt ihr doch irgendwie mir was erklärt oder so. Habt ihr mir doch was erklärt, so von wegen,
Haftbefehl, bla 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 bla, Persiflage oder so. Das ist der Fussel nach dem Tag. Schabos dicken an das Brat, direkt Sturm aus Atanach. Komme mit dem Krater, ja, ich will heute ein Massaker. Aber nicht von dieser Rat, treff mich in der Schießerbar. Ich will auch kein Fischerbart und komme mit ein bisschen Bart. Fick eure Mütter, denn ich komme an wie Triebtäter. Und auch Rücken voller arabischer Stiefhitter. Ich komme rein, strecke Rapper mit einer Sense nieder und alle fragen gerade, wer. Fleiß wahrscheinlich, oder? Erst denn bitteschön dieses fette Feature. Es ist Fleiß, Müllfluencer, Champ der Liga. Ich grinde blind durch die Szene und zieh alle ab wie Dan Mancina. Ich sorge unter den Influencern für ein schlechtes Klima. Dreckige Wichser beuten unsere Kinder aus wie Packs in FIFA. Dicker juckt's mir in den Fingern wie Nesselfieber. Dann fick ich euch öffentlich wie der Lover dieser Belldelfin, Mann. Ich und deine Mutter, wie soll das Ganze enden? Dicker, mach dir keinen Kopf, siehst bei mir. Rhyme and Simon. In guten Händen, ich hab Kraft in den Händen für ein Bundesliga-Team, aber habe keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Rap aus Berlin, interessiert wie ein Dackel. Ich komme in ein Kuhdorf mit ner Fackel. Ich bringe Licht ins Dunkel, Sounds wie im Dschungel, wenn ich an deiner Mutter rumfummel. Ja, mach mal von vorne. Ja. Warte, lass mich mal. Oh, okay, ja, okay. Guck mal, Digga, weißt du. Nein, lass dich mal reden. Warte mal, hey. Sag mal, in deinem Kuhdorf im. Boah, schon wieder Rip, ey. Das gibt's nicht, Leute. Heute krallt's mich aber. Egal, wir machen weiter. Hinterland. Und jetzt holst du rum, ich hätte meine Seele verkauft. Ist leicht gesagt mit reichen Eltern und einem Ferienhaus. Man sieht die Schäfer und ein Babys ihre Penisse kauen. Wie Eva Braun, also sag du Junge, reg mich nicht auf. Ich konzentriere mich auf die Kernaussage, die Lenz sind wie Verbrennung, ich lass'n gerade zum. Boah, Dame ist so gut, ne? Alter, wir haben so viel Suicide angekillt. Hat mich definitiv gekillt, ja. Eieiei. Bei Rappern die Sterberate wie Herzinfarkte, steck mit den Händen übersetzen wie Wandel. Okay, Dame, come on. Oh nein, du sagst, du Junge, reg mich nicht auf. Ich konzentriere mich auf die Kernaussage, die Lenzen wie Verbrennung, ich schwersten Grades unterhöhen bei Rappern, die Sterberate wie Herzinfarkte, steck mit den Händen übersetzen wie Wandel, matchen in Gebärdensprache, bärenstark gepuncht, es kommt Kerzen gerade als wär's Karate, der Asiate, Vernissage, Lieblingsrapper, Erstausgabe, und so schwer begabte, bemerken gerade den ernsten Lager, vertikale Karrierephase oder ohne Bergausgage, Hip-Hop und nichts in der Never-Ending, Story wie die von Scherlesade. Ah, yeah, boah, der Dame ist richtig geil. Ich hab zu viel Termine. Silla ist auch nice. Sorry, wie die von Scherzade. Ah, yeah, check. Ich hab zu viel Termine und Business Dates. Es geht um Status, Symbole, Bitches und Fame. Ich komm von unten nach oben wie Citizen Kane. Es ist Silla der Kane und ich drizzy zum Drake. More money, more problems wie Diddy und Mace. Ich flow so flüssig, Bitch, das ist Liquidität. Also hate it or love it, nicht 50 und Game. Ich lass den Ghostwriter brennen à la Nicolas Cage. Unter Spannung über 120 Volt und im Major Deal geschafft, das macht Platz, ich überroll. DP? Oh, DP wahrscheinlich, oder? Aha. Die Sprache, die ich spreche, heißt Erfolg. Was für Ice out, die Kette, die ich trage, ist aus Gold. Mache mit wegen Blumi und wie tight. Jage nach der Zeit, andere jagen Hype. 20 Flaschen auf dem Ride, ja, die Crowd, die macht mich high. Nach dem Auftritt von DP ist die Party auch vorbei. Rap ist tot und mir wird klar, es existieren Gespenster. Aber ich komm in den Raum und Geister exorziere mich selber. Halt die Fresse, ey, was battle, gib ein Fick auf Rap. Lass das für echte Männer klären in einem TikTok-Match. Ich hab meinen Körper zerstört, als wär das Testo gestreckt. Und hab mich wieder gehen lassen wie ein Exoskelett. Denn mein Ego ist so groß, wenn ich ein Supermodel ficke, stelle ich mir vor, ich würde mir nur grad einen Wichsen. Komm mal klar, ich mache Big Boy Cash, gib nur Big Boys. Kitty Cat. Und für alle, die mich rippen wollen, ich Big Boy Smacks. Dicker, ich bin Kult und kein TikTok-Trend. A Chick's Best Friend aus einer Rich Girl Gang. Auf der Bühne ohne Backup. Auch Chinese, weil ich Kelly in der Backup. Ich hab dieses Game durchgespielt, das ist ein Rap, ja. Hab die ganze Szene hier face down, ass up. Oh, war das eben der Hexer, ja, oder? Ich hab dieses Game durchgespielt, das ist ein Rap, ja. Hexer. Hab die ganze Szene. Kitty Cat kann ich, keine Ahnung, habe ich keine Meinung dazu. Also zu wenig gehört oder so, um was zu sagen. Jetzt hier auf dem Part, ja. Ich hab dieses Game durchgespielt, das ist ein Rap, ja. Hab die ganze Szene hier face down, ass up. Ich bin aufgewachsen mit Battle Rap, du mit Fortnite und Battle Pass. Kurz mal weggepennt, aufgewacht und auf nem Legenden-Tracker. Ich muss grinsen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Hexer gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gut. Gang 2000er, hab Bass im Dauertag rausgebracht. Dreh den Sound auf Max und check mal die Pattern. Jetzt bring ich Hex, der Cackman, Battle Rap, Chef Flow. Geht das Techtel-Metal mit der Rap-Welt los. Meine Ketten, die fallen, eure Ketten, die halten. Acht Bars, mehr Flows als deutsche Rapper auf Walden. Hexer. Guck, wie der Nigger pumpt sie, kapitiv, Jürgen Klopp, schlaft dann in den Block. Olli Banjo ist auch schon länger dabei, hab ich gehört. Du bist in Liverpool, du gibst maximal das Minimum. Diese ganze Lilliput, die Stanley Rap in den Mittelpunkt. Oh,
Der Hollywood Hanger. Du gibst maximal das Minimum. Diese ganzen. So langsam klappt's auch, oder hier? Lilliput. Also ich meine, so langsam klappt's mit dem Erkennen von den Rappern, von den Einzelnen. Hier die Stones Rap in the Mittelpunkt. Bars, Sticker, Toys, gucken in die Automatik. Automatisch. Mit dem Asiaten, heute asiatisch. Rapper falten mir paar Makis. Nigiri Sake. Fan. Tiger Road. Rhymes to Dope. Tiger Mo Karate. Sprich doch nicht von Hip-Hop, du hast nicht mal. Chris. Wie ich ja gelernt habe, kann ich mir auch aussprechen, ne? Der Typ, ey. Ein DJ, dir fehlt an kredibilem Stil, Skill und innovativen Ideen. Du chillst lieber lazy vor der Playsee, statt am Mikro zu killen. Nee, du bist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr Intro bin, ja, und ihr mir das so ein bisschen beigebracht habt und mir super viele Leute schon gehört haben, Rapper gehört haben, muss ich gestehen, dass es mir jetzt so viel besser gefällt, nachdem ich halt auch schon mal die ein oder andere Rapper gehört habe und sagen kann, okay, krass, ich kann das irgendwo einordnen. Ganz am Anfang von einem halben Jahr oder so war das halt für mich kompletter Overload und ich dachte, ja, okay, geil, ne? Aber jetzt hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung für mich, finde ich. Also wenn ich die einzelnen Rapper höre, die einzelnen Parts von den einzelnen Rappern, hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung für mich und ich kann es irgendwie ganz anders appreciaten. Bist kein MC und deine Alte, keine R&B-Lady, sie kriegt nur eben in den Arsch mit ihrer falschen Art, um auf einer Bühne zu stehen. Sie klebt an ihrem Handy fest und nein, ich rede nicht vom Koksen, wenn ich flex und längere Lines ziehe als MBS. Wow. Nein, keiner macht es wie ich, sprech Gesang, Mo Mitchell, ach ja, ich vergaß. Karrierenstützen, nein. Unter mein Gewicht, denn die Lines hier sind einfach hit. Denn immer wenn ich rhyme, steht die Welt kurz still und sie hören mich in Slow-Mo. Ich bin ready to kill, die Szene anvisiert. Wer das so fühlt, tippt die Hände hoch. Let's go! Nein, keiner macht es wie ich. Sprech Gesang, melodiöser Spit. Karrierenstützen, nein. Unter mein Gewicht, denn die Lines hier sind einfach lit. Denn immer wenn ich rhyme, steht die Welt kurz still und sie hören mich in Slow-Mo. Ich bin ready to kill. Wow. Der erste Jahr hatte meine Lieblingsrapper, Rapper Rinnen, war auf jeden Fall ein richtig cooles, stabiles Teil. Oh. Ich will nicht vorwegnehmen. Die Szene anvisiert, wer das gefühlt, kippt die Hände hoch. Let's go! Ich wollte schon sagen, kam noch was. Ich will mir durchlaufen lassen hier. Digga, Alter, was ist das? Ah, okay. Brett. Bruder, ich hab Gänsehaut gekriegt, ich hab ja, alles, Digga, das ist so ein mies geiles Ding, Alter, das ist ja unfassbar. Alter, Bruder, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also der Asiaten, dein Lieblingsrapper, Rapperin, liebe raus nochmal, Shoutouts an den Asiaten, vielen lieben Dank, ey. Also ich hab mir das Song sehr, sehr gut gefallen. Es war eine coole Kollabo aus super vielen Künstlern, Artists. Mir hat es aber auch gut gefallen, jetzt hier nochmal reinzuhören, so ein halbes Jahr eben in der Journey. Und ich sag so, wow, kann es mega appreciaten. Also deswegen, richtig nice, richtig nice.